Okay, wenn es jetzt um Verhütung ohne Hormone geht, was kann man benutzen? Also zum einen gibt es die Barrieremethoden wie das Kondom, wo eben einfach verhindert wird, dass die Spermien durch den Muttermund in die Gebärmutter gelangen. Ja, also wo die einfach, wo es eine Barriere gibt. Das Kondom ist klar, da werden die Spermien quasi im Kondom festgehalten. Dann eine weitere Barrieremethode ist das Diaphragma. Und da bin ich auch erst vor Jahren drauf gestoßen und fand es dann super interessant. Das Diaphragma, das ist vielleicht Frauen aus einer Generation über mir noch bekannter. Ich glaube, da war das relativ beliebt. Das ist quasi... Moment. Ich habe ja hier eins da. Da muss ich das nicht so umständlich erklären. Also das hier ist ein Diaphragma. Genau, im Prinzip ist es einfach so ein Silikon, so eine Silikonfläche, die hier mit so einem etwas festeren Ring umschlossen ist. Und das Diaphragma führst du quasi ein, also kannst es zerknauschen. So ein bisschen wie diese Menstruationstasse, ja, da habe ich ja auch schon ein Video dazu. Das führst du ein und platzierst es über dem Muttermund und lässt es quasi hier so einrasten. Damit ist es quasi wie eine natürliche Barriere, die verhindert, dass die Spermien durch den Muttermund in die Gebärmutter gelangen. Das hier ist jetzt ein besonderes Diaphragma. Früher die Diaphragmas, da war es noch ein bisschen komplizierter. Die waren quasi nur so kreisförmig. So, also da gab es diese Kappe nicht. Und ich glaube, die war ein bisschen runder. Und die, also das gibt es immer noch, die gibt es dann halt in verschiedenen Größen. Und du musst dann eben die richtige Größe für dich finden. Beziehungsweise kannst du es eben beim Arzt oder bei gewissen Beratungsstellen dir anpassen lassen. Dieses Diaphragma ist jetzt ein spezielles von der Firma Kaya. Und ich weiß nicht, ob es schon so eine ähnliche Marke gibt, aber ich schätze mal, dass die das patentiert haben. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, noch relativ einmalig auf dem Markt. Die versprechen quasi, dass dieses Diaphragma universell für fast jede Frau passend ist. Das heißt, das müsstest du dann quasi, du müsstest nicht erst die Größe herausfinden, sondern es gibt nur diese Größe. Und die schreiben selbst, dass es für 98 der Frauen passt in dieser Größe. Letztendlich schreiben sie aber auch, dass man, wenn man ganz sicher gehen will, dass man auf jeden Fall das nochmal anpassen sollt, also nochmal von dem Experten zum Experten gehen sollte, also zum Arzt oder zu einer Beratungsstelle, die sich damit auskennen, damit die nochmal ausprobieren, dass es wirklich bei dir sicher sitzt. So, und da, ich werde nochmal ein Video, ein ausführlicheres Video zum Diaphragma machen. Ich persönlich finde das Diaphragma nämlich, ich fand es total cool. Vor Jahren, als ich es entdeckt habe, dachte ich mir, wie genial ist das? Weil im Prinzip ist es ja wie ein Kondom, aber es ist halt irgendwie so hinten drinne, also über dem Muttermund. Das heißt, du spürst es nicht und beim Geschlechtsverkehr spürt man es auch nicht wirklich und man hat halt dann einfach kein Kondom. Es ist irgendwie dann nochmal echter, finde ich. Also finde ich schön. Das Problem war bei mir damals, dass ich zu einer Frauenärztin gegangen bin, weil ich dann auch so ein bisschen unsicher war. Ich hatte zwar das Gefühl, also man muss es vorher ausprobieren, dass du das ein paar Mal einführst und guckst, ob das richtig sitzt. Und ich hatte den Eindruck, das sitzt total gut bei mir. Ich habe mich wohl damit gefühlt. Aber dann hatte ich halt so einen Rest Unsicherheit und dachte mir, okay, um wirklich ganz sicher zu gehen, gehe ich nochmal zur Ärztin und die soll das nochmal bei mir halt nachtasten, ob das dann auch wirklich sicher sitzt. Und das war dann irgendwie ein Desaster, weil die einfach meinen Muttermund nicht gefunden hat. Die hat mir dann halt so das Ding reingeschoben und gemeint, also ich finde jetzt den Muttermund nicht und ich weiß jetzt auch nicht wie. Und letztendlich hat sie mir dann abgeraten und gesagt, also bei Ihnen würde ich Ihnen abraten. Und das hat mich dann natürlich verunsichert, aber eigentlich war es ihre eigene Inkompetenz, würde ich sagen. Weil ich habe meinen Muttermund schon gefunden und aus meiner Sicht habe ich das auch richtig platziert. Aber es hat mir natürlich dann, ich sag mal, diese Restunsicherheit, konnte es mir dann nicht mehr nehmen. Und dann war ich damals irgendwie verunsichert und habe dann irgendwie das nicht wirklich konsequent hergenommen. Ich finde es aber echt cool. Also ich würde dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Das hier ist jetzt abgelaufen, also man kann es quasi wiederverwenden. Aber nach 2 Jahren empfehlen die halt ein neues zu kaufen, weil
kann sein, dass irgendwie, also ich meine, man kann es jedes Mal auch überprüfen, bevor du es hernimmst, dass du ein bisschen Wasser reinfüllst und guckst, dass es wirklich quasi dicht ist. Und für das Diaphragma nimmt man dann noch ein spezielles Gel her, das quasi die Spermien abtötet. Und dieses Gel trägt man quasi hier auf, ne, weil so richtig abriegeln kannst du den Muttermund ja nicht. Das, ja, so perfekt sitzt es da nicht. Aber falls dann doch Spermien irgendwie darüber kommen sollten, dann landen die halt in diesem spermienabtötenden Gel. Und ja, was ich damals auch noch sehr interessant fand, war die Kupferspirale. Die Kupferspirale ist im Prinzip so ein kleines kupferumwickeltes, ich weiß nicht, sieht ein bisschen T-förmig aus, T-Teil, nenne ich es mal, Spirale, die du dir quasi operativ in deine Gebärmutter einsetzen lässt. Und die Kupferspirale gibt quasi ständig Kupfer ab. Und das Kupfer verhindert einerseits, dass falls eine Eizelle befruchtet wird, sich die Eizelle nicht einnisten kann. Und gleichzeitig ist sie sehr giftig für Spermien. Das heißt, die Spermien werden durch dieses Kupfer im Prinzip abgetötet, wenn die Spermien in die Gebärmutter gelangen. Und zum Schluss die Verhütungsmethode, die ich wirklich liebe, womit ich mich jetzt schon Jahre beschäftigt habe, ist NFP, natürliche Familienplanung. Dieses Thema ist etwas komplexer, deswegen will ich es hier auch nur kurz anreißen. Falls, wenn du vielleicht noch gar nicht davon gehört hast, genau, dann ist es vielleicht interessant. Genau, es ist komplex, man muss sehr viel darüber wissen und das ist wahrscheinlich auch die Sache, die dann viele abschreckt. Sie erfordert sehr viel von dir, also du musst einfach wissen, wie du es quasi anwendest und musst ein sicheres Gefühl darin gewinnen. Und dann, wenn man das aber alles macht und da Lust drauf hat, dann finde ich, ist es aber eine total coole Verhütungsmethode, denn es geht darum eigentlich, die fruchtbaren Tage zu ermitteln, beziehungsweise die unfruchtbaren Tage in deinem Zyklus zu ermitteln. Was bedeutet, dass du dich mit deinem Zyklus und mit deinem Körper auseinandersetzen musst? Und ich finde, das hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist so unglaublich bereichernd, sich wirklich mal auf diese Art und Weise mit seinem Körper auseinanderzusetzen und mit seinem Zyklus und quasi mit seiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Das ist der Grund, warum es für mich so cool war, obwohl man am Anfang vielleicht etwas erschlagen ist von all diesem Wissen und was man wissen muss. Und wenn man noch keine Ahnung davon hat, dann ja, kann ich das verstehen, dass das erstmal überfordernd ist. Aber wenn man sich einfach ein bisschen Zeit gibt und sich da ein bisschen einliest und ein Gefühl dafür entwickelt, dann finde ich es super cool. Okay, also kurz zur Beschreibung. Genau, ich habe es schon in etlichen anderen Videos erwähnt über den Zyklus, aber ja, das ist tatsächlich etwas, was viele Frauen auch nicht wissen. Ich wusste es vor Jahren auch noch nicht, also für mich war das auch neu. Weil irgendwie denkt man ja immer so, ja, man ist irgendwie potenziell immer fruchtbar, was nicht stimmt. Also die Eizelle, die befruchtet werden kann, ist quasi nur von einem Zeitraum 24 bis maximal 48 Stunden ist die Eizelle verfügbar in der Gebärmutter und kann dort befruchtet werden. Und wenn nicht, dann quasi stirbt sie wieder ab. Und egal wie viel Spermien in deiner Gebärmutter sind, da kann nichts passieren, weil die Eizelle nicht da ist. Und genau das ist der Clou. Also es geht darum, also der Eisprung nennt man quasi, wenn die Eizelle in Richtung Gebärmutter wandert und dann eben potenziell befruchtbar ist. Und wenn der Eisprung quasi passiert ist, danach ist keine Eizelle mehr da, die befruchtet werden kann. Das heißt, egal wie viel Sex du hast, egal wie viel, es kann nichts passieren. Und das ist irgendwie eine tolle Erkenntnis. So, jetzt steckt da natürlich noch mehr dahinter. Erstens ist ja die Frage, wann genau ist der Eisprung? Den muss man quasi bestimmen. Weil wenn du weißt, der Eisprung ist vorbei, dann weißt du, ich bin unfruchtbar. Die Frage ist nur, die Zeit danach, okay, wann ist der Eisprung? Und die Frage ist auch die Zeit davor. Wie lange bist du quasi unfruchtbar, bis dann es potenziell gefährlich wird? Und da kommt eine Sache ins Spiel, nämlich, dass die Spermien bis zu maximal 5 Tagen überleben können in der Gebärmutter. Also, wir stellen uns vor, du hast irgendwie 5 Tage vor deinem Eisprung Sex und
die Spermien sind einfach da und warten. Oder die schwimmen ja in Richtung Eizelle. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt da unten. Okay, aber also die bewegen sich fort und gucken, wo ist die Eizelle. Und irgendwann sterben sie aber. Aber wenn sie genau das überleben, wenn die Eizelle dann kommt, dann kannst du quasi auch schwanger werden. Das heißt, das Zeitfenster ist quasi doch nochmal ein bisschen größer. Die Eizelle ist zwar nur 24 bis 48, maximal 48 Stunden verfügbar, aber die Spermien können zudem noch überleben. Maximal 5 Tage und auch nur in fruchtbarem Zervixschleim. NFP ist einfach so ein Überbegriff, also da muss man ein bisschen aufpassen, weil da gibt es auch wieder verschiedene Methoden. Aber NFP im deutschsprachigen Raum meint die symptothermale Methode. Und symptothermal heißt, dass du dir zwei Symptome deines Körpers anguckst, die auswertest und aufgrund deiner Auswertung bestimmst, ob du fruchtbar oder unfruchtbar bist. Okay, die zwei Symptome sind deine Innentemperatur, die Basaltemperatur, und dein Zervixschleim, beziehungsweise alternativ dein Muttermund. Okay, zum Thema Temperatur. Aufgrund deiner Hormone ändert sich quasi deine Körpertemperatur und die Hormone ändern sich im Laufe deines Zykluses. Okay, das heißt im Endeffekt, die Temperatur ist so, dass sie immer so auf einem gewissen Niveau ist. Dann kommt der Eisprung und dann plötzlich gibt es so einen Sprung in der Temperatur und die Temperatur ist dann irgendwie so auf einem anderen Niveau. Das heißt, sie ist dann einfach höher und unterscheidet sich von diesem niedrigeren Niveau. Und das kann man tatsächlich total einfach nachvollziehen, indem man quasi jeden Morgen seine Temperatur misst, seine Innentemperatur. Das heißt, vaginal oder oral oder rektal kannst du die Temperatur messen. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Dafür gibt es auch bestimmte Regeln und bestimmte Sachen, die du bedenken musst. Aber eigentlich ist es nicht so schwer. Also auf den Punkt gebracht, würdest du jeden Morgen vor dem Aufstehen deine Temperatur messen, der Wert wird dann per App oder du schreibst ihn dir per Hand auf. Also das Ganze gibt es auch schon hochtechnisiert, wo du dann gar nicht so viel machen musst, wird dieser Wert festgehalten und dann wird der auch, das gibt es auch mit einer App, also es gibt eine extra NFP-App, das heißt, du müsstest jetzt die Regeln gar nicht so gut kennen. Es ist natürlich am Anfang, um dir einfach eine Sicherheit zu geben, ist es vielleicht interessant, sich diese Regeln mal anzugucken. Weil es im Prinzip auch Statistik ist und durch gewisse Studien quasi diese Regeln zustande gekommen sind. Um natürlich die höchstmöglichste Sicherheit zu bieten. Genau. Das ist die Temperatur. Und die Temperaturmethode an sich, würde man jetzt nur die Temperatur betrachten, hättest du da auch schon eine total gute Aussage, wann du fruchtbar oder unfruchtbar bist. Um das Ganze quasi dann noch sicherer zu machen, guckst du dir noch ein zweites Symptom an, also entweder den Muttermund oder den Zervixschleim. Und sowohl der Muttermund als auch der Zervixschleim ändern sich auch im Laufe deines Zykluses. Und das ist dann eben der Punkt, wo du einfach ein bisschen Erfahrung gewinnen musst. Denn es gibt dann eben bestimmte Kategorien, wo du den Zervixschleim oder den Muttermund einordnen kannst. Nach dem Muttermund nach der Lage und der Festigkeit und der Härte. Und den Zervixschleim nach der Konsistenz und nach der Spinnbarkeit. Also man nimmt den dann so zwischen die Finger und guckt, wie weit er sich ausdehnt. Und nach dem Aussehen. Und dann ordnest du das ein und hast dann quasi so einen zweiten Indikator dafür, ob du fruchtbar oder unfruchtbar bist oder ob du dich gerade Richtung fruchtbare Phase näherst oder ob quasi der Eisprung schon passiert ist. Okay, also das Fazit ist, mit dieser Methode kannst du ziemlich sicher, es ist eine wissenschaftliche Methode, aber hat natürlich wie jede andere Methode auch ihre Unsicherheiten. Der Pearl-Index von der symptothermalen Methode liegt nach einer Studie von 2007, ich glaube, die haben das an 900 Frauen quasi, war die Stichprobe, die haben einen Pearl-Index von 0,4 bis 0,6 ermittelt. Es gibt aber im Internet auch andere Pearl-Indexe, die da kommuniziert werden. Also wie gesagt, ich würde mich von sowas nicht irritieren lassen. Wenn du merkst, dass es eine Methode ist, die dich anspricht, dann würde ich mich damit auseinandersetzen. Und ich denke,
der größte Punkt an NFP ist, dass es halt eine sehr große Anwendungsunsicherheit hat. Also weil man es wirklich lernen muss. Seinen Körper kennenlernen muss. So sage ich das jetzt mal. Das heißt, wahrscheinlich wirst du dich nicht im ersten Moment sicher fühlen und sagen, ach cool, ich weiß ganz genau, dass ich unfruchtbar bin. Aber du wirst mit der Zeit ein sehr sicheres Gefühl entwickeln. Obwohl ich jetzt eben gerade nicht aktiv verhüte, also als ich vor, ich weiß nicht, es ist schon eine Weile her, als ich mich damit beschäftigt habe und es entdeckt habe und es anwenden wollte, da habe ich mich aber dann einfach nicht sicher genug gefühlt. Und das ist auch kein Problem, du kannst es ja machen und trotzdem erstmal noch mit Kondom oder mit etwas anderem verhüten. Man muss es ja nicht überstürzen. Aber du wirst merken, dass du mit der Zeit, je öfter du deine Temperaturkurve siehst, wird so eindeutig. Und also ich kann dir mittlerweile schon eigentlich ziemlich sicher sagen, wo meine Werte liegen. Ich weiß ganz genau, meine Morgentemperatur ist so 36,5, 38, irgendwie sowas. Und dann plötzlich gibt es immer einen Sprung und dann bin ich bei 37 irgendwas. Und wenn du das über ein halbes Jahr immer so siehst, dann ist es irgendwann, dann merkst du, okay, dieser Körper funktioniert einfach so. Und das ist irgendwie total faszinierend zu merken, das ist sicher und das funktioniert und das ist cool. Ja, ich glaube, jetzt habe ich schon viel zu viel geredet und ich habe trotzdem das Gefühl, nicht alle Informationen teilen zu können. Also wie gesagt, der Pearl-Index ist so eine Sache, es ist interessant, sich das mal anzugucken, aber man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, das ist nicht das Maß aller Dinge. Nur weil irgendwas einen guten Pearl-Index hat, heißt es gar nichts. Zweitens, du kannst für jede Methode sehr sicher verhüten. Es hängt viel davon ab, wie sicher du die Methode anwendest. Also lohnt es sich mit der Methode zu beschäftigen und wirklich auch ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln. Und du merkst dann einfach, ich fühle mich jetzt wohl damit. Und was ich immer bedenken würde, ist, ich würde immer auf meine Intuition ein bisschen hören. Wenn du dich aus irgendeinem Grund, den du dir selbst nicht erklären kannst, aber an irgendeinem Tag einfach irgendwie nicht richtig wohlfühlst mit dieser Methode und sagst, irgendwas passt nicht, ich würde auf dieses Körpergefühl, auf diese Intuition würde ich hören. Und es entweder dann lassen oder noch eine zweite Verhütungsmethode dazu holen. Oder wenn du zum Beispiel NFP machst und du eigentlich unfruchtbar wärst, aber irgendwie fühlst du dich, du weißt es nicht, dann nimm einfach ein Kondom her. Oder dir frag mal.